Was geht Leute, Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Ja, heute komme ich endlich mal dazu, auf diesen Brief zu reagieren, den wir von Bandai bekommen haben, beziehungsweise vom OPTC Development Team. Ich wollte schon vor ein paar Tagen, als der rauskam, darauf reacten und bin einfach nicht dazu gekommen. Deswegen gehen wir das jetzt an. Ich werde natürlich das ja alles ein bisschen übersetzen, ne, damit wir da ein bisschen die richtigen Fakten rausnehmen. Erstmal schreiben sie: Dear Nakama, thank you for playing One Piece Treasure Cruise. We apologize for the long gap in updates between now and our OPTC Team Letter from November 2022. Das ist allein schon irgendwie ein Armutszeugnis, finde ich. Also, ihr erinnert euch vielleicht, dass in der Zeit, im November 2022, Totsuki das Interview geführt hat mit Yoshi und da halt groß angekündigt wurde, dass jetzt immer wieder Community-Updates kommen. Ich meine, darüber habe ich in meinem letzten Video, wo es auch so ein bisschen kritischer war, ja auch schon drüber geredet. Und da hat sich halt nichts geändert. Und jetzt kriegen wir halt im Endeffekt diesen Brief, in dem drin steht, dass sie sich dafür entschuldigen, dass es so lange gedauert hat. Ich finde, eigentlich gibt es für sowas keine Entschuldigung. Es ist jetzt schon fast 8 Monate her und trotzdem ist nichts in der Zwischenzeit passiert, außer dass halt ganz normal die Content Cycles released sind. Es ist natürlich auch eine absolute Katastrophe, dass zum Anniversary halt Yoshi nicht mal aufgetaucht ist. Da war ja sogar in dem Survey, was wir ausfüllen sollten, die Möglichkeit, das anzuklicken. Ob wir das irgendwie wahrgenommen haben, ob uns das gestört hat. Ich fand das total abstrus irgendwie alles und ja. Ganz, ganz wilde Nummer. Erstmal geht's mit los. Pirate King Adventures was recently released for the 9th anniversary. Did you get the chance to play it yet? Ich meine, was ist das für eine dumme Frage? Wirklich. Also, erstmal ist der Game Mode seit über einem Monat raus. Wir haben jetzt sogar schon eine Woche Pause davon. Also, selbst wenn jemand das hier gerade liest und den dann ausprobieren will, kann er es nicht, weil der Game Mode, den gibt's gerade nicht mal. Okay, das ist schon absoluter Knaller hier. As our team previously mentioned, they need to repeatedly clear the same quests in the exact same way and there being a lack of ways to obtain past characters are 2 major issues affecting the game. Das ist hier halt auch die völlig falsche Richtung. Das sind nicht die größten Fehler, die dieses Spiel hat. Ich weiß nicht, wo Bandai diese Infos her hat, dass sie wirklich denken, dass das das größte Problem wäre. Das ist wahrscheinlich das, was sie selber denken, was das größte Problem ist. Aber das ist völlig an jeglicher Realität vorbei. Dieses Repeatedly haben sie auch gar nicht angegangen. Jetzt ist es halt so, anstelle von Turtle Farm Event spielen wir jetzt halt PKA, was im Endeffekt ja auch nichts anderes ist als ein Repeated Game. Und klar, es ist ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht, aber ist jetzt auch nicht so, als hätte Bandai da gerade das Rad neu erfunden mit dem Game Mode. Und für manche Leute ist es sogar mit dem Game Mode noch schwieriger, an diese Rewards zu kommen, als es vorher war. Natürlich ist es cool, dass man alte Charaktere da nachfarmen kann, aber dass alte Charaktere gefehlt haben, ist keins der größten Issues, die das Game hat. Diese alten Charaktere hat man praktisch für nichts benötigt. Ganz, ganz wilder Take finde ich hier von Bandai. Es gibt sehr viel mehr Probleme hier in dem Game. Zugefeststrukturen, Anzahl der Legenden, Design vom Content, der schon existiert. Ja, da weiß ich nicht, ob das hier wirklich das große Problem ist. To tackle these issues, we decided to release Pirate King Adventures. Das ist auch wieder absolut wild. Ja, sie haben das auserkoren, dass das Turtle Farm Event im Endeffekt nach Bandai das größte Problem ist, was das Spiel hat. Das ist nicht der Fall. How does this new content address these problems? Let's take a look. Requiring repetition of the same quests. In Pirate King Adventures, the player must select the hex most appropriate for their needs in any given game session, be it one with a certain item they want, a certain buff and so on. This should give you gaming experience some variety. Das klingt halt so wie, keine Ahnung, wir haben uns jetzt irgendwas aus dem Arsch gezogen, was ein bisschen mehr Abwechslung hat und dann sagen wir einfach, das ist viel cooler als alles, was vorher da war. Das fixt ja nicht die Hauptprobleme des Spiels. Die Hauptprobleme des Spiels sind einfach, dass der Content, den wir immer wieder haben werden, mit TM, Kizuna und mit PvP und Grand Party, einfach schon lange überarbeitet werden müsste. Es muss ja nicht immer neuer Content rauskommen, aber klar, man kann halt sagen, TM ist der beste Game Mode für die Rewards, aber TM ist halt auch ein Game Mode, den die meisten Leute hassen, weil er halt einfach langweilig zu spielen ist, weil es immer exakt dasselbe ist. Also ich finde, bei TM müsste man, wenn, dann anpacken bei dem Game Mode selber und nicht bei den Rewards. Bei Kizuna ist es noch umgekehrt. Superboss Kizuna macht mega viel Bock. Normales Kizuna ist dann auch wieder so meh. Aber da müsste man halt einfach die Rewards anpacken. Und ich meine, es zeigt ja schon, wie weit Bandai an der Realität vorbeilebt. Wenn man sich mal überlegt, sie haben jetzt, nach irgendwie 1,5 Jahren, wo wir uns beschwert haben, eins von den 2 Sets des Tablets, also nicht mal Tablet, Rush,
Final Tap oder so, sondern halt diese Healing Tablets und Hunger und Fear Resistance, die haben sie jetzt 1 pro 2000 oder 1000er Box bei Kizuna reingepackt. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und da sieht man halt schon, dass Bandai ihr eigenes Game halt auch nicht spielt. Ich muss auch sagen, ich habe bei dem Survey jetzt gar nicht so negativ, also komplett negativ abgerantet. Hauptsächlich habe ich halt bei ein paar Gamebot-Sachen so ein paar Sachen dazu geschrieben. Ich mag das Spiel immer noch. Ich spiele das Spiel gerne. Ich spiele auch die Game Modes gerne und deswegen pulle ich auch immer noch auf Units. Aber deswegen darf man sich, glaube ich, meiner Meinung nach ja trotzdem beschweren, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Das muss ja auch erlaubt sein. Ich meine, ihr beschwert euch ja auch über manche Sachen beim iPhone, kauft trotzdem jedes Mal das Neue. Irgendwo muss eine Firma ja auch irgendeine Kritik bekommen und darauf reagieren. Auf jeden Fall ist hier jetzt wieder dieser Punkt. Bandai geht so ein bisschen davon aus, dass wir alles irgendwie so Monkeys wären. Was ja zu einem großen Punkt wahrscheinlich auch stimmt, weil wir ja trotzdem pullen und Geld für das Spiel ausgeben. Aber man könnte halt mit so vielen einfachen Sachen das Game so viel enjoyable machen für die Playerbase und trotzdem wahrscheinlich immer noch mehr Geld verdienen. Aber Bandai hat sich einfach entschieden, sie gehen den Weg. Wenigstmöglicher Einsatz, meistmöglicher Return. We hope players will enjoy this new content as it replaces the repetitive grindy events held at the beginning of the month. Ich sag's euch, wie es ist. Jeden Tag 3-5 Runs machen bei PKA. Fühlt sich nach 2 Wochen genauso repetitive und grindy an wie Turtle Farm. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich mich sehr auf den Game Mode freue. Habe ich auch. Ich habe den auch am Anfang sehr gerne gespielt. Aber man muss ja auch manchmal zugeben, wenn man im Unrecht ist. Und ich war definitiv im Unrecht. Mittlerweile habe ich gemerkt, es ist alles im Endeffekt wie vorher. Sobald man an einem gewissen Punkt ist von PKA, es ist auch alles repetitive. Man geht immer denselben Weg. Und das größte Problem ist halt, dass Bandai den Game Mode halt einfach wieder nicht zu Ende gedacht hat. Es ist einfach wieder schlecht designt. Es wäre eine Experience, wo man mehr Spaß hätte, wenn man zum Beispiel auf Max-Level ist und man hat zum Beispiel diese ganzen Charaktere, die man bekommt. Man bekommt ja Luffy, Zoro, Nami und so weiter. Dafür kriegt man ja die XP-Mats und irgendwann sind die auf Max-Level. Und trotzdem droppen dann immer noch XP-Mats für Units, die auf Max-Level sind. Warum? Wieso droppen die noch? Das ist das, was den Game Mode wieder langweilig macht und was es auch Leute nicht lohnt, dass sie da weiterspielen sollen. Irgendwann sind die auf Max-Level und alles, was sie aus diesen tollen Kisten da kriegen können, ist im Endeffekt diese komischen XP-Mats, weil nichts anderes wirklich sehr oft droppt. Und die sollten einfach nicht da sein. Wenn die Charaktere Max-Level sind, sollten die XP-Mats weg sein und dafür sollten einfach mehr Turtles in den Kisten landen, mehr Colas, whatever. Und nicht so ein Mist, wie wir tun, 18 Cola in so eine Kiste oder 10 oder so. Jungs, wir brauchen 50 Cola für ein Chip-Upgrade und man muss irgendwie 300 Mal auf den Chip-Upgrade-Button drücken, bis man irgendwann mal die Stats hat, die man möchte. Das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie gesagt, ich wiederhole mich da. Bandai spielt das Game anscheinend nicht oder hat niemanden, der das Spiel genug spielt in deren Reihen, um zu checken, dass manche Sachen einfach völlig sinnlos sind und überhaupt nichts bringen. Ich habe jetzt wieder gesehen, glaube ich, im Shop sind gerade 300 Cola für 3 Gems. Das ist doch Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass irgendjemand diesen Mist kauft oder dass es halt einen Sinn machen würde, solche Sachen da reinzupacken. Und ja, es wäre so einfach. Man könnte einfach diese XP-Mats, wenn man Max-Level ist, ersetzen durch Turtles, durch Cola, durch mehr Chancen auf irgendwelche Tablets oder whatever Limit Break Mats, ist ja völlig egal. Und dann hätten die Leute auch einen Ansporn, diesen Game Mode weiter zu spielen, hätten dann auch Spaß an dem Game Mode. Und was Bandai nie versteht, meiner Meinung nach, ist, dass Spaß an dem Game Mode zu haben und nicht alles so dieses Gefühl auslöst, ich muss das machen, weil ich es einfach nur machen muss, auch dafür sorgt, dass Leute beim Spiel dabei bleiben, mehr Geld ausgeben und vielleicht ja auch das Spiel jemand anderem weiter. Ich meine, für uns alle ist es sowieso over, sage ich mal. Also die Leute, die das Spiel schon seit 4-5 Jahren spielen oder noch länger, so wie ich, und die das Spiel halt lieben, die bleiben sowieso dabei. Die äußern halt zwischendurch Kritik oder sagen auch mal ein paar positive Dinge. Aber im Allgemeinen werden die halt nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen, weil es halt einfach Spaß macht. Also immer noch zu einem gewissen Punkt Spaß macht. Aber man muss ja versuchen, das Game meiner Meinung nach für alle Leute oder für einen Großteil der Community zum Fun zu bringen und nicht nur für die Leute, die sowieso immer alles durchgrinden und denen das dann egal ist, dass sie da auch wieder grinden müssen. Es gibt ja einen Grund, warum andere Gacha-Games so riesig sind und so einfach zu spielen sind und OPTC ist unfassbar kompliziert und dafür, dass One Piece so eine riesige IP ist, auch ist OPTC einfach viel zu klein. Viel zu klein. Genau, also dieses hier, we hope players will enjoy this new content as it replaces the repetitive grindy events held at the beginning of the month. Es tut mir leid, Bandai, PKA ist genauso grindy und es ist überhaupt nicht rewarding, wenn ihr weiterhin einfach XP-Mats in diese Kisten packt, obwohl die Charaktere schon Max sind. Es ist einfach absoluter Quatsch.
Limited availability of previously released characters. In Pirate King Adventures, you can use tickets you've obtained and exchange them for past characters. This is a new opportunity to obtain characters that previously had limited means of being recruited. And numerous past characters are already available. We plan to add even more characters from here on out, so keep an eye out for them. Das ist tatsächlich gut bei Pirate King Adventures. Das finde ich auch, ist ein guter Ansatz für den Game Mode gewesen. Es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn man den Game Mode selber halt nicht so langweilig auf lange Sicht gemacht hätte. Aber natürlich, die Möglichkeit, Previously Released Characters zu kriegen, ist cool. Aber das ist auf einer To-Do-Liste. Wenn ich eine To-Do-Liste machen würde mit Sachen, die geändert werden müssten, dass OPTC für eine große Audience ein vernünftiges Game wäre, was viele Leute enjoyen, dann wäre dieses Previously Released Characters bekommen irgendwo auf Platz 40. Das ist nicht irgendwo in der Nähe, dass es wichtig ist für die Leute. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich fand Totskis Interview mit Yoshi damals war tatsächlich relativ nice. Und er hat auch tatsächlich gute Fragen gestellt und auch Sachen angesprochen, die halt wichtig sind. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Totski das hier als diesen Hauptpunkt angesprochen hat, der gefixt werden müsste. Das hat Bandai nur wieder daraus gemacht, damit sie wieder irgendwas haben, was easy zu fixen ist. So ein Event, was sie eh nicht interessiert, durch ein anderes Event ersetzt, was sie dann eh nicht mehr interessiert. Ganz schwierige Nummer. We are planning even more updates to keep improving your OPTC experience. Der Satz ist auch einfach eine Farce. We are planning even more updates. Was für ein Update gab es denn? Es gab das Ship-Upgrade mit Super Cola, die praktisch unmöglich zu bekommen sind, außer durch PKA. Aber sie releasen ja aktuell auch irgendwie 3 neue Schiffe pro Monat. Ich glaube, das haben auch andere Leute in ihren Videos schon gesagt. Was bringt es denn bitte, wenn ich jeden Monat 3 neue Schiffe rausbringe, aber keiner hat die Möglichkeit, Super Cola zu bekommen, um mehr als 2 oder 3 Schiffe insgesamt von den 15 oder 16, die wir jetzt haben, überhaupt anzugehen. Das ist halt auch wieder völliger Wahnsinn. Und ich bin auch der Meinung tatsächlich, dass für Leute, die so viel Zeit und Geld ins Game stecken, also ne, das, da nehme ich mich jetzt mal mit rein, aber auch viele andere Spieler, dass es für die halt doch trotzdem irgendwie möglich sein sollte, keine schlechte Experience in diesem Game zu haben. Man will doch die Leute in das Game ihr Geld investieren und ihre Zeit nicht auch noch mit nervigen Gegrinde abfacken. Das ist aber meine Meinung dazu halt. Deswegen verstehe ich es nicht, warum es schon immer so ist, dass selbst die Leute, die halt, du kannst halt ein Whale sein, der im Monat 4000 Euro in das Game ballert, du musst trotzdem deine Himmel-Turtles farmen und das auch noch richtig nervig und das wäre halt so ein Quatsch. Das sollte einfach nicht der Fall sein. Wie gesagt, we're planning even more updates ist einfach ein Witz, weil so viele Updates gab es nicht. Es gab Ship-Upgrades und es gab jetzt PKA als neuen Game-Mode, aber es gibt so viele Quality-of-Life-Updates, die einfach mal gemacht werden müssten und die kommen natürlich einfach nicht, weil da im Endeffekt dann wahrscheinlich kein Geld rausspringt. We'll be sure to share any update details as they become available, so look forward to more. Da bin ich ja mal gespannt, das haben sie im letzten Mal auch schon gesagt und dann kam auch wieder nichts, ob wir hier jetzt wirklich mal monatlich oder so einfach mal ein Newsletter bekommen, wo wirklich was addressed wird, weil aktuell habe ich nicht viel Hoffnung. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Yoshi bei Bandai schon gar nicht mehr existiert. Also, ich weiß, ich habe darüber im Discord, glaube ich, auch schon mal geredet. Ich habe das Gefühl, Yoshi arbeitet nicht mehr für Bandai, weil es macht sonst überhaupt keinen Sinn. Warum ist Yoshi auf einmal weg bei den Videos fürs Anniversary? Das war jetzt, glaube ich, nicht so eine hohe Produktionsaufwand, Yoshi dahinzusetzen und 10 Sätze vorlesen zu lassen. Also, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Wahrscheinlich haben sie ihn wegrationalisiert, um noch mehr Geld zu sparen. Aber ja, wie gesagt, meine allgemeine Einschätzung zum Game aktuell. Ich spiele aktuell sowieso sehr viel Diablo 4 und so. Ich bin eigentlich nur in OPTC, wenn irgendwelche Allianz-Events anstehen oder wenn irgendwelche neuen Events gespielt werden müssen. Aber trotzdem, die Experience, die viele Leute aktuell gerade haben, und da nehme ich mich mal ein bisschen raus, weil, wie gesagt, ich bin sowieso jemand, der das Spiel trotzdem noch sehr gerne mag. Liegt aber auch hauptsächlich daran, ich habe hier meinen YouTube-Channel, das ist mein Hobby. Ich kann Teams bauen, das macht mir Spaß. Das sind halt viele Dinge, denen viele Leute eben keinen Spaß machen. Die einfach das Spiel spielen wollen und für die, finde ich, sollte das Game ein bisschen anständiger Design sein. Ich finde auch hier, dass es gar nicht das Problem ist, dass wir zu wenig Gems oder so bekommen. Tatsächlich kriegt man sogar jede Menge Gems. Das Problem ist nur, dass man im Monat irgendwie mittlerweile 4 Banner hat, die man alle für irgendwelche Events braucht und Bandai sich auch noch wirklich Mühe gibt, die Events so zu bauen, dass es ein richtiger Pain in the Ass ist, das Event zu spielen, wenn man die Units eben nicht hat. Kleiner Rant zum Schluss noch. Wie gesagt, eigentlich sollte dieses OPTC Letter über PKA sein. Ich lasse sie damit aber nicht davonkommen, so wie viele andere Content Creator auch. Das hier ist, ich weiß nicht, ob das eine Ablenkung ist oder whatever, oder ob sie wirklich an der Realität vorbeilaufen, aber das hier ist ein Witz von einem Community-Letter. Sowas rauszubringen, nachdem man 8 Monate nicht mit der Community sich unterhalten hat und dann nur über PKA zu reden und einen Satz mit We apologize, bla bla, das ist wirklich frech.
Also das ist schon wirklich, wirklich frech. Und ich bin mal gespannt, was da in Zukunft passiert. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne wie immer ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Samurai!